Ich bin Leo Hegner, bin momentan in der Ausbildung zum Elektroinstallateur im vierten Lehrjahr. Ich mache gerade verschiedene Messungen, die ich auch im Alltag antreffen könnte. Das sind alles relevante Sachen zum Üben, wo ich sonst auch nicht viel dazu käme. Das war mega cool, das war ein Erlebnis. Und am Anfang war es auch noch viel schwieriger, als man das jetzt auch vielleicht denkt. Aber es hat einem sehr selber so eine Ruhe gegeben. Und auch der Lerneffekt, glaube ich, ist relativ gross. Wir sind hier im Sportzentrum Kerenzer Berg. Wir sind mit unseren Lernenden hier, die den Beruf Elektroinstallateur und Montageelektriker. Und wir bereiten uns hier optimal vorbereiten für die Lehrabschlussprüfung vom kommenden Sommer. Ich habe das gesehen an einer Schulung. Ich war wirklich fasziniert und einfach gefunden, ich muss unbedingt mit den Leuten, die das gemacht haben, Kontakt aufnehmen, um das mal auszuprobieren. Und ich war nachher wirklich begeistert. Das ist eigentlich so der Grund, warum wir jetzt gefunden haben, wir wollen das mal machen mit unseren Lernenden. Also, zentral war ja bei dem Projekt, dass die zwei Hochschulen, also PH Zürich und ZHW, zusammenarbeiten mit den Experten aus der beruflichen Praxis. Und PH hat das didaktische Konzept gemacht und wir haben dann auf der Grundlage den Prototypen entwickelt. Die mit den VR-Brillen geübt haben oder haben können üben gegenüber denen, die einfach das klassische Lehrmaterial zur Verfügung hatten, sind Noten besser gewesen. Im methodischen Design war angelegt, dass wir vor allem eine nachhaltige Veränderung, Innovation von Praxis als Resultat erreichen und das ist natürlich sehr erfreulich, dass die VR-Lernumgebung jetzt kommerzialisiert wird und nachhaltig einfließt in die Bildungslandschaft.